Mein Leben unterscheidet sich an einem gewissen Datum, 15. Mai 1998. Dieses Datum feiere ich auch als Geburtstag, nicht meinen weltlichen, sondern den tatsächlich geistigen. Das Leben davor ist gottlos gewesen, brutal, hart halt. Das Leben danach ist voller Liebe, Einüben in Liebe, Barmherzigkeit und einer unglaublichen Freiheit in der Kindschaft Gottes. Mein Name ist Thorsten Hartung, bin 60 Jahre alt und bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Also unsere Eltern haben eigentlich immer ständig ihre Konflikte mit Gewalt gelöst. Ich habe einen älteren Bruder, zwei jüngere Schwestern und wir haben immer gesehen, wenn da ein Streit war, dass mein Vater die Mutter geschlagen hat, ein schlagendes Argument sozusagen, und sie schwieg. Das heißt, wir haben in frühester Kindheit mitbekommen, dass Gewalt Konflikte löst halt. Es gab innerhalb meiner Lebensgeschichte zwei signifikante Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben. Das eine, ich war 7 Jahre alt und habe mit meiner kleinen Schwester, die 5 Jahre alt war, in der Küche am Essenstisch gesessen und haben auf das Abendbrot gewartet. Und meine Brottasche war kaputt gegangen. Ich bin zu meiner Mutter gegangen, die am Herd stand, und sage, hier, schau mal, Mama, die ist mir kaputt gegangen. Und sie hat sofort auf mich eingeschlagen mit der Rückhand. Hat gesagt, du bist an allem schuld, und ich konnte das überhaupt nie einordnen und habe versucht, mich zu verstecken unter dem Küchentisch. Meine Mutter packte mich dann an die Beine, zerrte mich wieder raus und schlug weiter auf mich ein und ließ erst von mir ab, nachdem ich aus dem Mundwinkel und aus der Nase blutete, sodass ich wieder die Chance hatte, mich zu verstecken unter dem Küchentisch. Dabei ging meine Mutter an den Gasherd und drehte das Gas auf und sagte, ich würde mich umbringen. Und unsere Eltern hatten uns sehr früh erklärt, dass wenn dieser Geruch im Raum ist, dass es Gefahr bedeutet. Das heißt, ich kam wieder unter meinen Küchentisch hervorgekrabbelt, an den Küchenherd ran und versuchte vor lauter Panik, ich wusste gar nicht, in welche Richtung ich zu drehen habe, diesen Gasherd auszudrehen. Und meine Mutter schlug auf mich ein, um mich davon abzuhalten. Und nachdem sie bemerkte, dass ich da sehr entschlossen war, ließ sie von mir ab, ging aus der Küche raus, blieb in der Küchentür stehen, drehte sich nochmal zu mir um und zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, ich werde mich jetzt aufhängen und du bist an allem schuld. Ging aus der Küche raus, aus der Wohnung, Tür klappte, ich wusste tatsächlich, sie geht raus, ging auf die Holzstiege, hatte ein bestimmtes Geräusch und ich wusste, sie geht auf den Wäscheboden. Wusste, aufhängen hat etwas mit einer Leine zu tun, hatte zwischenzeitlich das Gas vom Gasherd ausgedreht, nahm an der einen Hand meine 5-jährige Schwester, in der anderen Hand ein altes Kartoffelschälmesser und bin meiner Mutter gefolgt in Richtung Wäscheboden. Gott sei Dank konnte ich meine kleine Schwester, die 5 Jahre alt war, nicht die Stufen hochziehen, weil die waren extra erhöht gewesen, die Stufen, weil nur für Erwachsene gedacht. So musste meine kleine Schwester unten stehen bleiben vor der Wäscheboden und ich konnte hochgehen, finde ich auch ein guter Umstand. Damit blieb nämlich meiner kleinen Schwester etwas erspart, was nämlich oben auf mich wartete. Ich kam oben an auf dem Wäscheboden und meine Mutter, sie stand schon auf einem alten Küchenstuhl und hatte sich eine Wäscheleine um den Hals geschlungen. Und in jedem Moment, wo sie mich kommen sah, die Stufen hochkommen, zeigte sie wieder mit dem Finger auf mich und sagte, ich werde mich aufhängen und du bist an allem schuld. Und ich wollte natürlich nicht schuld daran sein, dass meine Mutter sich das Leben nimmt und wusste, ich muss irgendwie an diesen Stuhl und an den Körper hochklettern, um sie dort oben loszuschneiden, und versuchte nun an diesen Stuhl und an ihren Körper hochzuklettern. Und jedes Mal, wenn ich auf der Höhe von ihren Knien war, stieß sie mich mit den Füßen von sich, sodass ich immer wieder runterpurzelte. Und nach einigen Anläufen musste ich einfach einsehen, es wird mir nicht gelingen, meine Mutter zu retten. Und ich war völlig von Sinn und ohnmächtig innerhalb der Situation, nahm das andere Ende der Wäscheleine, das auf dem Fußboden lag, und fiedelte da dran rum mit dem Kartoffelschälmesser und flehte meine Mutter geradezu an, bitte, bitte, Mama, nicht. In dem Moment, wo meine Mutter sah, dass ich mit diesem Messer an diese Wäscheleine ging, schrie sie mich an, von oben nach unten, hör auf, die Wäscheleine gehört Müller. Also ich hatte damals gespürt, dass just in dieser Sekunde etwas in mir zerbrach, verstand aber damals noch nicht, was es war. Heute weiß ich, dass es mein Urvertrauen war. Denn ein Mensch, der sich das Leben nehmen will, der nimmt keine Rücksicht auf so eine Wäscheleine. Das heißt, für mich war klar, sie lügt. Von diesem Tag an glaubte ich meiner Mutter auch gar nichts mehr. Ich wusste, sie wird sich nicht aufhängen. Bin runtergegangen, sie kam tatsächlich hinterher und hat gesagt, dass ich als Strafe, warum auch immer, ohne Mittagessen ins Kinderbett gehen soll. Das war mir auch ganz recht so. Weil ich wollte irgendwie aus der Situation raus und habe mich in mein Kinderbett gelegt und die Decke über den Kopf gezogen und habe einfach in mein Elend hineingeschluchzt. Und 2 Stunden später kam mein Vater von der Arbeit und stellte die Frage nach dem kurzen Gespräch, wo der Junge ist. Er meinte mich,
Und da die Kinderzimmertür geöffnet war, hörte ich das Gespräch zwischen meinen Eltern. Und meine Mutter erzählte offensichtlich, weil ich blutverschmiert im Kinderbett liege, eine Geschichte, was ich ausgefressen haben soll und sie mich bestraft hat. Und sie forderte meinen Vater auf, mich auch zu bestrafen. Also eine Lügengeschichte erfunden, um zu rechtfertigen, warum ich da blutverschmiert im Kinderbett liege. Mein Vater kam tatsächlich ins Kinderzimmer und zog seinen Lederriemen aus seiner Hose und schlug auf mich ein. Und ich versuchte, mich so gut wie möglich zu schützen. Und er sagte bei jedem Hieb: Papa, die Mama lügt, sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Da schlug mein Kater noch kräftiger zu und sagte: Wie kannst du dir herausnehmen zu sagen, dass deine Mutter lügt? Da ist an diesem Tag noch etwas in mir kaputt gegangen, nämlich das Gefühl für Gerechtigkeit. Das war einfach nicht Gerechtheit. Das war ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat und was eigentlich mein Urvertrauen schwerst irritiert hat. Ich wurde immer auffälliger in der Schule halt, also so ein Pausenclown halt. Ich habe nach Aufmerksamkeit, nach Liebe gesucht. Meine Eltern hatten wenig Zeit für mich. Das Verhalten meiner Eltern hat mir einfach noch nicht signalisiert in meiner Kindheit, dass ich gut bin, wie ich bin. Und so habe ich nach Mechanismen gesucht und war Pausenclown, fiel dadurch auf und hatte dementsprechende Eintragungen in mein Hausaufgabenheft. Und meine Eltern kontrollierten abends das Hausaufgabenheft. Und wenn da drin stand, Thorsten störte den Unterricht oder ähnliches, dann gab es richtig. Da gab es eine Situation, da war ich 10 Jahre alt, wo ich offensichtlich eine Eintragung hatte im Hausaufgabenheft. Die Situation war im Wohnzimmer. Ich war eingekeilt zwischen einem Fernsehschrank und einer Couch. Da war so ein Quadratmeter Platz, da habe ich gehockt. Und mein Vater stand vor mir mit seiner großen Körperlichkeit und ich kam einfach nicht aus der Ecke raus. Und meine Mutter stand hinter meinem Vater, 3 Meter entfernt, beobachtete aus der Ferne die Situation. Mein Vater schlug auf mich ein und nach einer Weile rief meine Mutter in diese Situation hinein: Hör auf, Dieter, du schlägst den Jungen sonst tot. Also ich verstand erst viel später, wie viel Gewalt muss dabei gewesen sein, dass die Mutter die Ahnung hatte, wenn er weitermacht, dass er mich totschlägt halt. Dieser Satz hat mich die nächsten Lebensjahrzehnte sehr geprägt, war auch sehr hilfreich. Sehr bezeichnend ist natürlich auch, dass meine Mutter sich nicht schützend zwischen dem Kind und dem Vater gestellt hat, weil sie selber sehr viel Angst hatte vor ihrem Ehemann. Aber letztendlich hat es mein Vater veranlasst, 1 Meter zurückzugehen, sodass ich aus der Ecke endlich rauskam und seiner Gewalt entfliehen konnte. Da war ich 10 gewesen halt. Ne? Dieser Satz, also erstens mit 7, Mutter will sie aufhängen, gibt mir Schuld für ihr Aufhängen, für ihr Suizid, du bist daran schuld. Und dann mit 10 dieser Vater und die Mutter diesen Satz sagt: Hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot. Mit 11 Jahren, ich war immer schon Pimpf gewesen, so ein schmaler Hämpfling in der Schule. Da haben die mich in der großen Schulpause immer Leute rausgesucht, die 1-2 Klassen höher waren, haben mich in die Ecke gedrückt und haben mich immer angespuckt, rumgeschubst. Und ich habe mich eigentlich nie gewehrt halt. Ne? An diesem Tag habe ich mich gewehrt mit 11 Jahren, das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe die 2 Typen, die mich da attackiert haben, umgeboxt. Und auf einmal alle, die das sahen in der großen Hofpause: Hey, was für ein Typ, hey Thorsten, hast du das gesehen? Und sie fing an, mir zu grüßen, also auch eine Form der Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich habe gedacht: Aha, so funktioniert das. Ich brauche mich einfach nur rumprügeln und ihr schenkt mir auf einmal Achtung, bemerkt mich und ähnliches. Das ist wie so eine versteckte Liebessprache, Aufmerksamkeit. Und habe mich just an diesem Tag entschieden, ich werde nicht mehr Opfer sein, ich werde Täter sein. Und fing an, bewusst mich in Schlägereien hinein zu begeben und war, das hatte sich hoch ja, gesteigert, ein stadtbekannter Schläger. Mit 15 Jahren hat mein Vater mich das letzte Mal verprügelt, weil ich mich dann durch meine eigenen körperlichen Auseinandersetzungen körperlich so abgehärtet war und emotional so tot war, dass ich mich vor ihn aufbaute und sagte: Was ist denn los, alter Mann? Hä? Ich denke, du wolltest mich totschlagen. Hau doch mal richtig zu, hast du keine Saft in deinen Knochen oder was? Mein Vater bemerkte, dass er mich mit seiner Gewalt nicht mehr kontrollieren kann, sondern dass er von mir Angst bekam und schmiss mich raus aus der Familie, hat gesagt, ich habe hier nichts mehr zu suchen mit 15. Und ich bin dann 1 Woche in der Stadt umhergeirrt und habe auf Dachböden geschlafen oder in Kellern, habe im Keller eingebrochen, um ein Glas Eingewecktes zu klauen, weil ich Hunger hatte. Und nach 1 Woche entschied ich mich, ich werde zurückgehen halt. Irgendwie habe ich eine Familie, aber irgendwie habe ich sie auch nicht. Und bin dann zurückgegangen. Meine Eltern wollten mich natürlich wieder maßregeln. Und da sagte ich zu ihnen: Hör ich mal zu, ihr habt mich in diese Welt gesetzt und damit eine Verantwortung für mich übernommen. Und ihr müsst mir mindestens Essen, Trinken und Unterkunft geben. Und wenn ihr das nicht tut, werde ich euch anzeigen bei der Polizei und beim Jugendamt, dass ihr Bescheid wisst. Und mein Vater sagte: Okay, bis zum 18. Lebensjahr, dann hast du hier zu verschwinden. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie die nächsten 3 Jahre aussahen, von 15 bis 18 halt, ne? Es war einfach eine Katastrophe. Haltlos, hemmungslos, orientierungslos, lieblos, beziehungslos, verantwortungslos. Es war einfach eine Katastrophe halt.
Ich wurde immer brutaler mit meinen Schlägereien und habe die Leute immer provoziert, bis sie bereit waren, sich mit mir zu prügeln. Und habe dann zu ihnen immer gesagt, Moment, also bevor wir uns jetzt hier prügeln, also für mich geht es nicht darum, ob du mit Zahn rausschlagen tust oder ein blaues Auge. Das ist mir scheißegal. Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Hast du verstanden? Und jetzt komm. Da war der Satz meiner Mutter, hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot. Das war wie so ein Glaubenssatz, den ich in mich verankert habe, dass im Prinzip mein Gegenüber nur gewinnen kann, wenn er mich totschlägt. Und diese Entschlossenheit in dieser körperlichen Auseinandersetzung in den Schlägereien hat natürlich mein Gegenüber immer Angst gemacht. Und der Anführungsstriche beste Straßenschläger ist der, der sich selbst egal ist. Er kämpft ganz anders. Mit 18 Jahren, die Konsequenzen haben nicht lange auf sich warten lassen, bin ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen für 9 Monate. Rausgekommen, 6 Monate, rein, raus, rein, raus, rein. Das Einzige, was sich veränderte, war das Strafmaß. Es wurde immer mehr. Dann traf ich ein Mädchen, die Antje, die sich in mich verliebt hatte und mir den Eindruck vermittelt hat, dass ich gut bin, wie ich bin. Also, dass sie nicht mit diesen ständigen Kritiken und Erwartungen und Ansprüchen an mich herangetreten ist, sondern sie hat mich einfach so genommen, wie ich war. Für mich fühlbar der erste Mensch, der mich wirklich geliebt hat. Sie stellte mir die Frage, ob ich mit ihr mitziehen möchte an ihren Heimatort und da ein gemeinsames Leben aufzubauen. Ich sagte, jupp. Und dachte auch, yes, das ist meine Chance. Ich hatte schon so einen Eindruck, dass auch mein Milieu viel dann mit meiner Prägung zu tun hat und habe gedacht, ich kann den entfliehen, indem ich den Ort wechsle. Halt, ne? Natürlich Quatsch, weil man nimmt ja sich und seine Geschichte mit. Also bin ich mit ihr mitgegangen, war dort genauso auffällig, bin zwar nicht mehr ins Gefängnis gekommen, aber ständig Schlägereien und Ähnliches. Und nach 7,5 Jahren sagt sie zu mir, Thorsten, ich kann nicht mehr, ich werde dich verlassen halt, ne? Denn ich habe dich, du hast von meiner Liebe nur genommen, du hast nie gegeben halt. Ne? Ich bin leer, ich kann nicht mehr. Naja, ich meine, kann ich jemandem Fahrradfahren beibringen, wenn ich selber nicht kann? Das heißt, ich war ja gar nicht liebesfähig, ich konnte gar nicht geben halt. Das, was ich gesehen hatte von meinen Eltern, war weder beziehungs- noch lebensfähig halt. Und war natürlich zutiefst betrübt, dass sie sich von mir trennen will. Und habe in diesem Zustand bei mir zu Hause gesessen und habe zurückgedacht an die Lebenszeit und die Inhalte meines Lebens, die ich schon gelebt habe. Und ich habe eigentlich in meiner Erinnerung nach Orten, Begebenheiten oder Lebenssituationen gesucht, wenn ich mich an sie erinnere, die mir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich habe nichts gefunden halt. Ich war im totalen Kriegszustand. Mir war klar geworden, dass mein Leben eigentlich ein ständiger Kriegszustand war. Und dass um mich herum alles zerstört war halt. Ne? Just in dem Moment, also diese Essenz des Nachdenkens halt, ne, dass mein Leben einfach scheiße, es war einfach unglücklich und nicht lebenswert halt. Just in dieser Sekunde kommt mir Faust in den Sinn, das muss man sich mal vorstellen, kommt mir Faust in den Sinn. Ich wusste ja, dass er seine Seele verkauft hat und habe in diese unsichtbare Welt hineingesprochen, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich existiert. Du kannst meine Seele haben, wahrlich, du kannst sie haben. Aber ich will 1,5 Jahre wie ein König auf dieser Welt leben und dann kannst du sie haben. Ich scheiß auf mein Leben. Eine Woche später kam ein Freund auf mich zu und stellte mir die Frage, ob wir einen russischen Migranten besuchen können halt. Und das taten wir und der bekam dann selber Besuch von einem anderen russischen, 2 Leute waren sogar. Und da stellte sich heraus, also wie die reinkamen in der Tür, da stellten sich gleich die Haare auf, wie so ein Schauer lief da über den Rücken und über die Arme. So eine Ausstrahlung hatten die. Und dann stellte sich heraus, war der Pate von Riga mit seinem Leibwächter. Und die stellten dann eine zwanglose Frage, ob wir Autos besorgen können. Ich dachte, keine Ahnung. Er gab mir seine Telefonnummer. Ich ging nach Hause, dachte ich darüber nach, was könnte man da tun, Autos besorgen. Hatte 2 Freunde, die an der Technischen Universität in Berlin Feinmechanik studierten und nur aus dem einfachen Grund, um die Schließmechanismen von BMW und Mercedes zu überwinden. Und sie waren wahrlich Profis. Halt. Also das Längste, was ich gesehen habe, egal welche Alarmanlage, ohne Schlüssel 20 Sekunden sind die losgefahren. Also rief ich die Russen an und sagte euch zu, ich habe Autos, welche, wie viele. Und die sagten, nur Luxuskarossen. Und ihr müsst sie uns nach Russland bringen, in diesem Fall nach Riga. Und dann ging ich wieder nach Hause und dachte darüber nach, wie kann man das machen, eine Logistik entwickeln, dass man mit gestohlenen Fahrzeugen über mehrere Ländergrenzen fahren kann. Und habe dann einen Freund gehabt, der hat in der Druckerei gearbeitet, der eine Nachtschicht eingelegt und hat dort Fahrzeugpapiere, Blanko-Fahrzeugpapiere gedruckt und Fahrzeugscheine. Hat einen Polizisten an der Hand, den ich gegen ein gewisses Entgelt Halternachfragen rausgekriegt habe. Und so haben wir dann Doublettenkennzeichen, nennt man das, doppelte Kennzeichen von Fahrzeugen gemacht. Und wir konnten ohne Probleme über alle Ländergrenzen fahren, durch alle Grenz- und Polizeikontrollen hindurch.
Die Organisation wuchs an, halt auf 54 Leute. Wir belieferten Russland und nachher auch die arabischen Länder mit gestohlenen Luxuskarossen. Wir waren nachher so dreist gewesen, dass wir, wenn wir einen Konvoi gefahren sind, das heißt, wir 3 bis 5 Luxuskarossen hintereinander, dass wir vorne und hinten Blaulicht draufgesetzt haben, um schneller durch die Länder und über die Grenzen zu kommen, und haben uns ausgegeben als Abgeordnete des Berliner Senates, die unterwegs sind zum Wirtschaftskongress. Und das hat alles funktioniert halt. Ne? Ich verdiente in der Woche in meine Tasche rein $90.000. Die Russen haben uns natürlich hofiert, das war das Big Business für sie. Wir haben eine fette Villa gehabt, Prostituierte, Kokain, die tollsten Autos und die Kohle, Tasche voller Kohle halt, ne, voller Geld. Eine Gemeinschaft bildet sich ja durch ein gemeinsames Ziel, ne? Karnickelzüchter, wir haben ein gemeinsames Ziel, Karnickel zu züchten. Christen, gemeinsames Ziel, die Ewigkeit bei Gott halt, ne? Bei Christen sollte der Motor die Liebe sein, die uns anzieht halt. Und bei einer kriminellen Organisation heißt es, das Ziel, Kohle machen ohne Ende, so schnell wie möglich und ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Motor, der die Kriminalität eigentlich die Organisation antreibt und zusammenhält, ist Angst. Und der am meisten Angst verbreiten kann, das ist der Chef. Ich hatte viel Angst gelernt. Ich war ständig in Panik vor der Gewalttätigkeit meines Vaters. Das heißt, ich war der Chef der Organisation. Innerhalb der Organisation gab es eine Person, der hat meine Position des Chefs in Frage gestellt durch sein Verhalten, sodass meine russischen Geschäftsleute mich fragten, ob ich meine Leute nicht unter Kontrolle habe. Und um wieder die Organisation zu straffen und Angst zu verbreiten und dadurch die Organisation zu kontrollieren und zu manipulieren zu können, habe ich diesen Menschen, den Mittäter, den Dieter, in Russland erschossen. Hier sitzt ein Mensch, der einen Mord geplant hat, 3 Monate vorher und dann ausgeführt hat halt. Dennoch, es wäre ja keine Geschichte von Gott, wenn sie nicht weitergehen würde. Ungefähr 3 Monate danach stellte mir die Antje, die sich ja von mir trennen wollte, nach 7,5 Jahren die Frage, ob wir nochmal zusammen in Urlaub fahren können. Und offensichtlich wollte sie sehen, ob noch irgendetwas zu retten ist an dieser Beziehung. Ich hatte viel Kohle und sagte, wo willst du hin? Und sie sagte, okay, ich würde gerne nach Spanien, nach Mallorca fahren. Und da sind wir dann hingefahren. Ich habe mein ganzes Equipment mitgenommen, also Jetski, Paraglider, KTM-Maschine. Ich habe auch immer Sportarten betrieben, wo ich mein Leben riskiert habe, weil nur in diesen Grenzbereichen zwischen Leben und Tod habe ich mich tatsächlich lebendig gefühlt halt. Und bin dann auf der Insel herumgefahren, war schon immer kunsthistorisch interessiert. Und da gab es einen Ort, das sah eigentlich von der Ferne aus wie eine Burg. Der Ort heißt San Salvador, der heilige Erlöser. Und er hatte für mich ja keine Bewandtnis, weil für mich waren Christen alle Spinner. Jetzt bin ich selber einer. Ich meine Christ, nicht Spinner. Und bin dann die Serpentinen hochgefahren halt. Und es war keine Burg, sondern es war ein Kloster. Oben eine riesengroße Statue, eine Herz-Jesus-Statue, die Jesus die Hand ausstreckt und mit den anderen in den Himmel weist. Wie gesagt, hatte für mich keine Bewandtnis, außer kunsthistorisch. Und bin dann in die Kirche hineingegangen, in den sakralen Bereich, wo die heilige Messe gefeiert wird. Die Vergegenwärtigung Gottes, Eucharistia. Und gehe dann aus den Kirchen, aus diesem sakralen Bereich hinaus und bleib in den Vorraum stehen und habe in mir drin ein angenehmes Gefühl. Aber ich kann es einfach nicht einordnen, weil ich habe keine Handlung gehabt, welches verantwortlich gewesen ist, um dieses Gefühl auszulösen in mir. Und war natürlich dementsprechend irritiert und bin in dem Vorraum stehen geblieben. Das war voller Glasvitrinen, Zeitungsausschnitte, Briefe, unter anderem auch in Deutsch. Und ich fing an zu lesen. Und es stellt sich heraus, dass San Salvador auf Mallorca ein Wallfahrtsort ist, wo die Menschen sich für Gebetserhörungen bedankt haben oder mit Gebetsanliegen hingegangen sind. Und ich dachte, wow, das ist ja hier wie bei Wünsch dir was. Was wäre, wenn man nicht 3 Wünsche, also wenn es diesen Gott geben würde, man hätte nicht 3 Wünsche, das ist ja einfach 3 Wünsche, ne? Einen für mich, noch einen für mich und einen kann ich sogar noch verschenken halt. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, man hätte einen einzigen Wunsch, den dieser allmächtige Gott umsetzen würde halt, ne? Verwirklichen würde. Was würde ich mir wünschen halt? Ne? Und ich sagte zu der Antje, gib mir mal einen Zettel und schrieb auf einen kleinen Zettel, den sie in ihrer Portemonnaie hatte, auf der Rückseite einen Satz, faltete ihn zusammen und schmiss ihn auf so eine Grabplatte und verschwand hinter der Kante. Auf diesem Zettel stand mein Wunsch. Ich wünsche mein Leben in Glück. Das zeigt eigentlich, dass all die Macht und das Geld, was ich hatte, dieses große Loch in meiner Seele von ich will geliebt werden, ich will angenommen sein, nicht stopfen konnte. Wie tief unglücklich ich eigentlich gewesen bin.
Am nächsten Tag gingen wir an den Strand. Die Antje, 8 Stunden in der Sonne liegen, da halt wie so ein Goldbräuler. Und ich Air Action Man und nahm meinen Paraglider und sagte zu ihr, ich gehe da hinten auf den Berg, ich werde da jetzt aufgehen und werde den Fallschirm aufziehen und werde runtergleiten an den Strand, da wo du liegst halten und nimm das bitte auf Videokamera auf. Was für ein Blödsinn hier. Ne? Und ging auf den Berg halt, ne, und die hab ein paar Versuche, die Thermik war ein bisschen komisch gewesen, aber auf einmal riss sie mich doch ungefähr so 50 Meter und ich ziehe an, um über die Bergkuppe rüberzukommen und dann runterzugleiten an den Strand. Und auf der Höhe des Berges, der Kuppel des Berges, reißt die Thermik ab. Der Schirm fällt in sich zusammen und stürzt zu Boden. Er flattert hinter mir her und unter mir kein Wasser, sondern Felsen. Und den einzigen Gedanken, den ich fassen konnte in dem Moment, war, wenn ich jetzt da unten aufschlage, bin ich tot halt. Ne? Ich schlage auf, bin bei Bewusstsein, höre, wie die Menschen gelaufen kommen. Der ist tot, ich hab's gesehen. Und treten an mich heran und wollten mich offensichtlich in stabile Seitenlage bringen. Und ich sagte, fasst mich ja nicht an, ihr wisst ja nicht, ob meine Wirbelsäule verletzt ist. Und begann selber mich zu bewegen und aufzurichten und dabei stellte ich fest, dass eine Blutader im unteren Schienbein geplatzt war und zwischen meinen Pobacken ein Hämatom, ein Bluterguss immer größer war. Anstatt glücklich darüber zu sein, dass ich diesen Absturz überlebt habe, war ich stocksauer, dass ich nicht rübergeglitten bin mit dem Fallschirm am Strand gelandet und die Aufmerksamkeit der Leute und auf Video gebannt. Was für ein Affentheater, ja? Ich habe den Schirm, hat sich erledigt mit den Fliegen, nahm den Schirm unterm Arm, ging runter. Antje wartete ja auf mich halt, ne, um das aufzunehmen und fragte, wo bist du gewesen? Und ich sagte sie, Antje, eigentlich hätte ich tot sein müssen, ich verstehe es eh nicht. Ich bin eben abgestürzt halt, ich hätte schwer verletzt sein, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Da sagt sie zu mir, kein Gottesbezug, nicht getauft, kein Glauben in sich halt. Ne? Da sagt sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch was vorhat. Hä? Ja, willst du mich verarschen oder was? Du glaubst doch genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesem Blödsinn in Frieden. Viel später habe ich darüber nachgedacht, wo fing eigentlich diese Geschichte mit Gott an? Das war dieser kleine Zettel. Ich wünsche mein Leben ein Glück. Und am nächsten Tag hat Gott durch einen Menschen mir eine Botschaft gegeben, halt, die ich natürlich damals überhaupt nicht einordnen konnte. Du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch was vorhat. Ungefähr einen Monat später werden wir von Interpol in Schweden verhaftet. Die Organisation fliegt auf, alle Leute kommen im Knast. Wir hatten da schon Kronzeugen innerhalb unserer Organisation, die sich eine neue Identität erkauft haben, indem sie alles preisgeben, was sie wussten. Und da die wussten, dass ich Menschen mit Angst manipuliere, haben die mich isoliert in Einzelhaft. Einzelhaft heißt auf eine 8-Quadratmeter Zelle. Den einzigen Menschen, den du am Tag siehst, ist der Beamte, der dir das Essen gibt und dann ist er wieder verschwunden für 24 Stunden. Isoliert. Das ist sehr hart gewesen für mich. Halt. Dennoch hilfreich und notwendig. Warum? In dieser Not habe ich sehr gelitten. Wir sind Beziehungswesen. Entweder wir haben ein menschliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können, hatte ich nicht Einzelhaft, Isolationshaft. Oder wir haben ein göttliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können, hatte ich auch nicht. Für mich waren Christen alle Spinner und habe sehr gelitten darunter halt. Und habe mir eigentlich die Frage gestellt, wer bin ich? Die Einzelhaft, die Isolationshaft hat gedauert 4 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Dennoch in dieser Zeitspanne, durch dieses Leiden ausgelöst, habe ich eine Antwort gefunden auf das, wer bin ich? Ich habe gesehen, wo ich Opfer und wo ich Täter bin. Und nach diesen fast 5 Jahren konnte ich die Frage, wer bin ich, sehr präzise beantworten. Das ist wie so eine mathematische Rechnung, ne? Die Erkenntnisse, Lebenssituation zusammengezogen, zack, ein Strich. Die Summe dessen war gewesen unter dem Strich. Frage, wer bin ich? Ich bin keinem bösartigeren Menschen begegnet als mir selbst. Das ist natürlich eine fette Kiste halt. Ne? Du siehst nicht nur dein Opfer sein, sondern auch deine Schuld. Und umso mehr du dich mit deiner Geschichte beschäftigst, umso größer wird der Druck. Das Gewissen wird geradezu freigelegt. Ne? Und mit diesen, ich habe oft auf der Bettkante gesessen und meinen Kopf in den Händen reingelegt. Und gedacht, was habe ich da nur getan? Ich habe ja alle Gebote gebrochen und es hat mich sehr bedrückt und eigentlich auch eine Entscheidung getroffen aus dieser Erkenntnis heraus, ich will dieses Leben nicht mehr, ich will nicht so weiterleben halt. Ne? Auf der anderen Seite habe ich aber auch erkannt, dass dieses Verhaltensmuster, das aus einem Opfer kommt und zur Täterschaft wird, dass ich da nicht raus, ich komme da einfach nicht raus. Es ist ein ständiger Kreislauf, wie ein Teufelskreislauf. Es wiederholt sich ständig, die Konflikte mit mir selbst und anderen Menschen. Und habe eigentlich, wenn man das vergleichen möchte, wie so einen Rucksack gehabt hat, wo
der äußerst schwer war und ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin und nach vorne gekippt bin. Und dieser Rucksack so schwer ist, dass ich mich nicht rauswinden kann aus dieser Last, von dieser Last befreien, meine Schuld. Und eigentlich auch Schwierigkeiten hatte zu atmen. So ein Druck war das, als solches habe ich es empfunden. Halt. Ich lag dann mit diesen Erkenntnissen und diesen eigentlich auch nicht weiterkommen, wohin mit meiner Schuld und mit dieser Lebensgeschichte, lag ich in meiner Zelle, immer auf, weil keine Antwort gefunden. Augustinus sagt das schön, und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, mein Herr und mein Gott. Also wenn wir wichtige Fragen haben und wir keine Antworten dafür haben, dann sind wir unruhig halt, ne? Dann haben wir keinen Frieden. Und so lag ich dann mit dieser Selbsterkenntnis und dieser Summe und lag ich auf meinem Zellenbett und hatte vor meinem Fenster hatte ich ein Bettlaken, was war die Sonnenseite, ein Bettlaken gespannt. Das Fenster war geöffnet, auf dass sich die Zelle nicht so aufheizt. Und da kam auf einmal so ein Windhauch hinein halt, ne? Und legte sich wieder zurück ans Fenster, Kreuz. Und hatte dann die Assoziation Kreuz, Christentum, Gott. Und ich fing an, eigentlich ein erstes, bewusstes Gespräch zu führen, ohne zu wissen, dass es diesen Gott gibt. Und der erste Satz, den ich dann auch sagte, zeigt eigentlich meine ganze Nichtwissen. Nämlich, ich sagte, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. Und ich fing an, meine Geschichte zu erzählen. Schau, mit 7 Jahren, meine Mutter wollte sich vom Meer hängen und mir die Schuld geben. Mit 10 Jahren, mein Vater wollte mich totschlagen. Mit 11 Jahren habe ich mich entschieden, ich werde nicht mehr Opfer sein, sondern Täter. Und in der Chronologie habe ich eigentlich mein Leben erzählt. In meinem inneren Auge durch das Erzählen zogen wirklich die Bilder meines Lebens an mir vorbei. Und ich fing in einer Tiefe an zu weinen, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Ich hatte endlich wieder Kontakt zu mir, zu meinen Emotionen. Ich habe eigentlich geweint über mein eigenes Leben, was ich dort gelebt habe. Und da, wie ich dann in der Chronologie mit den Erzählen fertig war, also wieder in meiner Zelle und sich nichts rührte, fing ich wieder von vorne an. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Ich will das nicht mehr, dieses Leben, und es tut mir einfach leid. Und wollte gerade wieder ansetzen, im Prinzip meine Lebensgeschichte zu erzählen. Und auf einmal höre ich glasklar, so wie meine Stimme vernommen werden kann. Ich weiß, just in dieser Sekunde meines Lebens hat sich mein Welt- und Wertbild aufgelöst. Just in dieser Sekunde meines Lebens hatte ich Gewissheit und Erkenntnis über die Existenz Gottes. Und ich musste neu denken über ein neues Welt- und Wertbild mit einer wichtigen Komponente, nämlich dass Gott da ist. Wir Menschen reagieren als erstes auf die Stimme. Die Stimme war nicht hart und schneidend, so, ich weiß. Nein, nein, sie war voller Liebe und Barmherzigkeit, ohne Vorwurf. Na klar, Gott kennt mein Opfer und mein Tätersein. Er kennt mein Denken, mein Reden und mein Handeln. Er weiß. Das hat mich so tief erschüttert. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Es ging mir wirklich durch Knochen und Mark. Ich habe mich in die letzte Ecke meines Zellenbettes verkrochen halt. Und heute würde ich sagen und würde die Begrifflichkeit benutzen, Ehrfurcht. Die erste Weisheit. Ehrfurcht vor Gott. Vor der Erkenntnis, dass es diesen Gott gibt. Das hat mich so sehr berührt. Und an diesem Abend schlief ich ein wie ein Baby halt. Das ist unglaublich. Am nächsten Tag wachte ich auf und Gott hat mir ja Verstand geschenkt. Und ich stellte mir natürlich selbst die Frage, was ist das gewesen? Hatte ich hier eine Wahrnehmungsstörung? Habe ich jetzt eine Haftmacke oder was? Dass ich hier jetzt hier Gott höre, dass ich hier eine Stimme höre halt, ne? Wie gesagt, am nächsten Tag, die Einzelhaft war aufgehoben schon seit ein paar Wochen. Und man geht dann raus in so einen Haftgarten, man nennt das Freistunde. Und man geht dann so mit 230 Leuten, geht man da immer so im Kreis spazieren. Und gibt es da Begrüßungsrituale. Und meine Zellentür geht auf und ich komme raus. Und da kommen die auf mich zu und so, hallo Thorsten, hey, wie geht's dir? Und gucken mich an und sagen dann zu mir, was ist denn mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Warum grinst du so? Sie benutzten sogar das Wort, das verstand ich erst viel später, nachdem ich die Bibel das erste Mal in die Hand nahm. Warum glänzt du so im Gesicht? Hast du irgendeine Droge genommen? Gib uns auch was ab. Und ich sage, quatsch mir nicht voll, lass mich mal in Ruhe, weil ich war ja mein Kopf damit beschäftigt, was ist das gewesen? Und dann geht die Zellentür auf zum Hof, zum Freihof, blauer Himmel, weiße Wolken. Und ich denke, wow, Alter, so schön, ja. Sehe das frische Grün an diesem Baum und denke, wow, der Kracher, was für ein intensives Grün, das ist doch alles da gewesen. Warum habe ich das nie wahrgenommen? Und da gab es ein kleines Stückchen Wiese auf diesem Haftgarten und ich lege mich auf diese Wiese, pflück ein kleines Gänseblümchen und schaue mir die Struktur und die Farbe und erfreue mich einfach dran. Und meine Mitgefangenen, die gehen an mir vorbei, an diesen Schwerverbrecher, vor denen die alle Angst haben, der da so ein kleines Blümchen angrinst und denken,
Der hat ja voll die Haftmarke, der Typ halt. Ne? Das hat er nicht geschafft. Ne? Der ist voll am Arsch. Ja? Der ist verrückt geworden. Was für ein tolles Wort, verrücken halt. Ne? Ich kann einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank verrücken halt. Ne? Und glaub, wenn Gott einen Menschen berührt, er rückt einen in eine andere Wahrnehmungsebene halt. Ne? Die eigentliche Bezeichnung meiner Person ist, ich bin ein von Gott verrückter Mensch. Dennoch, mein Verstand, was ist das gewesen halt? Ne? Glauben hat ja auch nichts mit Verstand zu tun, sondern hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich besorgte mir Bücher, Anomalien der Welt, Parapsychologie, morphogenetische Felder. Ich wollte das verstehen, was ist das gewesen halt. Ne? Ein christlicher Sozialarbeiter, der aufgrund meiner Fragen mitbekommen hat, dass mir was passiert war, gab mir meine erste Bibel und ich blätterte da dran rum. Das Ding war wie verschlossen halt. 2 Monate circa nach diesem Ereignis, dass Gott mich angesprochen hat und ich immer noch die Frage in mir hatte, was ist das gewesen, hatte ich ja eine Wahrnehmungsstörung, kam diese wunderbare Stimme wieder. Ich lag auf meinem Zellenbett und auf einmal die Stimme, nimm und schlag auf, mit meinem Blick auf die Bibel, die in meinem Bücherregal stand. Und ich nahm die Bibel heraus und ich habe nicht drin rumgeblättert, sondern nimm und schlag auf und nicht Seite 36 oder sowas. Und ich nahm die Bibel auf und schlug auf und mein Auge fällt auf einen Satz auf der linken Seite. Meine Frage war ja, was ist das gewesen halt am 15. Mai? 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Gott, zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in die Ecke. Ich hatte ja keine Ahnung, bekam Angst halt. Ne? Ich hatte keine Ahnung von Heilig Geist. Aber es heißt doch Wort Gottes, Heilige Schrift. Ich hatte den Eindruck, hier spricht jemand mit mir. Das hat mich natürlich sehr irritiert, dass ich die Bibel gleich in die Ecke geschmissen habe halt. Ne? Nachdem ich mich aber beruhigt habe, habe ich darüber nachgedacht. Meine Frage war ja gewesen, was ist das gewesen am 15. Mai? Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. Und habe ihm meine Geschichte erzählt, mein Opfer und auch mein Täter sein. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Okay, durchatmen. Und auf einmal kam eine neue Frage, nachdem ich mich beruhigt habe. Wir Menschen brauchen Gewissheit darüber, dass Gott uns wirklich vergibt und nicht ein Gott ist, der separiert und sagt, das vergebe ich dir, das vielleicht und das vielleicht später. Warum? Ich habe dann keine Möglichkeit für einen neuen Anfang. Wir müssen eine Gewissheit darüber haben, dass Gott uns alle unsere Schuld vergibt, egal wie groß oder klein sie ist. Also versuchte ich in der Bibel selbstständig eine Antwort darauf zu finden, ob dem so ist, um eine Gewissheit zu erlangen. Circa 2 Monate später, ich habe nichts gefunden in der Bibel, gleiche Situation. Auf einmal, nimm und schlag auf. Und ich schlag auf bei Epheser 2. Meine Frage war, ob mir all meine Schuld vergeben ist. Epheser 2, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch freigemacht, nicht aus Verdienst heraus, auf das niemand sich rühmen kann, sondern aus Liebe und Barmherzigkeit. Und ihr seid vorherbestimmt für große Werke. Boah, große Werke, vorherbestimmt, die vorbereitet sind. Das heißt, wenn meine Frau den Frühstückstisch will, da kann ich alles in Anspruch nehmen, weil es vorbereitet, ich muss es nur nehmen. Für jeden Menschen etwas vorbereitet, das ist doch einfach genial. Okay, hier sind 3 Dinge passiert, die ich rational nicht einordnen kann, aber sie sind passiert. Hab meinen Anwalt angerufen, hab gesagt, Tabula rasa, Tag der Wahrheit, sagen Sie im Schwurgericht Bescheid. Ich werde ein Lebensgeständnis ablegen. Ab heute werde ich mich verantwortlich stellen für die Dinge, die ich getan habe und tun werde. Mach dort ein Lebensgeständnis und kriege keine lebenslange Haft, sondern 15 Jahre Zeitstrafe. Da ich wusste, wenn ich rechtskräftig verurteilt bin, dann komme ich in Strafhaft halt. Ne? Ich war insgesamt 6 Jahre und 10 Monate in Untersuchungshaft. Habe ich mich vorbereitet, weil ich wusste, da gibt es geistliche Leute, also Anstaltsseelsorger oder ähnliches. Und ich hatte viele Fragen. Die Fragen hatten eigentlich aber nie damit was zu tun, ob es Gott gibt, keine Chance, das Ding war geklärt, sondern wer ist Gott und wie und was will er von mir? Und habe in meiner Gefängniszelle alte Tapetenreste an den Wänden getebt halt, ne? Und habe wie so ein Mapping, habe dann immer die Querverweise von den Bibeln, die ich dort gerade gelesen habe und habe so, gab es dann so immer Inseln der Liebe, der Barmherzigkeit, Insel der Gerechtigkeit, Insel der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn die Beamten reinkamen, mir mein Essen gaben, dann haben die nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Haben gesagt, der ist ja völlig durchgeknallt, der Typ. Jetzt schreibt er auch noch Bibeltexte an die Wände halt. Ne? Ja, wie sollte er denn das verstehen? Wie sollen die Leute das verstehen? Das war ja mir passiert und nicht ihnen. Wie sollten die das auf die Reihe kriegen halt? Ne?
und habe mir Fragen vorbereitet, es waren ungefähr 100 Stück, wo ich dachte, okay, da gibt es evangelisch und katholisch, das werde ich aufteilen, bin clever, 50 evangelisch, 50 katholisch, umso schneller kriege ich meine Antworten. Der evangelische Pastor, der dort war, nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt habe, gesagt, schreib mal einen Antrag zum Psychiater. Okay, das ist wie, als wenn du einem Blinden, der sehen kann, sagst, ja, du bist immer noch blind. Das ist nicht so gewesen. Ich war blind, ich kann jetzt sehen, was ist los. Das kann mir doch keiner nehmen, was dort passiert ist. Der Katholische sagte, ja, okay, das nehmen wir mal auf Tonband auf und geh mal im Glaubensunterricht, zum Katechumenunterricht. Und treff dort auf Erwin Probst, ein Priester der alten Schule halt. Ne? Unglaublich, der Mann. Der hat mich eigentlich unterwiesen und hat dann immer mir Bücher mitgebracht. 2 Jahre nach diesem Ereignis habe ich mich im Gefängnis taufen lassen. Heute, ich habe natürlich Gott immer gefragt, was ist es, das ich tun soll, was ist mein nächster Schritt halt. Und Gott sagte, sei Liebe da, wo ich dich hinstelle. Ich bin dann entlassen worden und Gott hatte im Gefängnis zu mir gesagt, geh hinaus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Ich konnte mir damals noch gar nicht vorstellen, was damit gemeint ist halt. Heute lebe ich im Prinzip mit meiner Frau in einem Haus zusammen und haben uns die ersten 5 Jahre um jugendliche Straftäter gekümmert, die entlassen wurden und haben ihnen geholfen, dass sie sich sozialisieren. Also man sagt ja mal resozialisieren, ne? Quatsch. Die müssen ja erstmal sozialisiert werden, auf dass sie dann resozialisiert werden können. Das haben wir 5 Jahre gemacht. Dann hat uns Gott aufs Herz gelegt im Prinzip, wir nennen es die Feuerschale, Einzelgespräche, wo Menschen innerhalb dieser Gespräche ihre Geschichte aufarbeiten, ihr Opfer und ihr Tätersein begegnen und es Gott hinhalten. Jetzt habe ich verstanden, warum Gott mich diese 5 Jahre in der Einzelhaft diesen Weg der Selbsterkenntnis hat gehen lassen, weil das der Schlüssel ist der wahrlich tatsächlichen, wirklichen Freiheit, die wir erlangen können und die für uns vorgesehen ist, in der Kindschaft Gottes. Es ist einfach unglaublich. Ich darf jetzt bei den Menschen, die ich begleiten darf, den eigenen Weg, den ich selber gegangen bin, Wunder sehen. Jetzt bin ich dran, Wunder zu sehen, bei den anderen Menschen, die Gott vollzieht halt, ne? Ja. Mein Leben ist nicht langweilig, sondern eher ermüdend. Aber das ist auch okay. Also ich werde nicht an Langeweile sterben, sondern eher an Erschöpfung. Wir haben viele soziale Projekte, die wir nebenbei machen. Also Hilfstransport. Ich schmuggle immer noch Luxusartikel über mehrere Ländergrenzen. Und so eine warme Jacke für ein Kind, die keine Jacke hat, ist natürlich ein Luxusartikel. Also wir fahren einmal im Jahr 40 Tonnen nach Albanien, Hilfsgüter zu unseren christlichen Glaubensbrüdern, um denen dort zu helfen. Wir machen Hoffeste. Also, ich liebe mein Leben. Ich liebe es wirklich halt. Dieser Zustand, der war ja vorher überhaupt nie da gewesen. Ich habe mein Leben gehasst halt. Ne? Jetzt weiß ich wirklich, dass ich ein Kind Gottes bin und dass meine Eltern die Verantwortung hatten, im Prinzip dieses Urvertrauen, was wir mit auf die Reise kriegen, wenn wir geboren sind, gestärkt werden. Okay, sie waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte nicht dazu in der Lage. Sie sind selber verletzt, da liegt auch die Vergebung drin verborgen. Und Gott hat mich wirklich frei gemacht halt. Das ist unglaublich, und wenn wir dann noch die Kindschaft Gottes annehmen und dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir nicht davon abhängig sind von den Erwartungen, Ansprüchen und Meinungsbildern unseren Gegenüber, dann haben wir auch keine Angst vor dem anderen, vor dem Menschen, keine Menschenfurcht halt, ne? Dann sind wir wirklich frei. Ich wollte diese Geschichte erzählen, weil sie trägt eine Botschaft drin, also keine Sünde ist zu schwer, auf dass Gott sie nicht vergibt. Und die tatsächliche Freiheit liegt nicht im Materiellen oder in dass die Leute mir signalisieren, dass ich geliebt bin, sondern sie liegt darin, dass ich wirklich ein Geschöpf Gottes bin, Gott ähnlich. Kommt, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild, als der Kracher. Und ich freue mich eigentlich auch schon, wenn es denn soweit ist, wenn ich denn erschöpft genug bin oder Gott mich abrufen tut, auf diese Ewigkeit bei Gott halt. Wir können uns das nicht mal vorstellen, Ewigkeit, weil wir von zeitlich begrenzten umgeben sind halt. Ne? Wir können das Wort nicht mal erfassen. Aber wenn Gott diese schönen Dinge, die um uns herum erschaffen hat, wie schön muss Gott sein oder willst du an keinem anderen Ort sein, als dort, wo er ist halt, da, wo Licht und Liebe ist. Das, wonach wir uns immer sehen, ganze Zeit, unser ganzes Verhalten ist darauf ausgelegt, nach dieser Liebe halt. Wir strecken uns danach aus halt. Und wenn ich dann bei Gott bin, werde ich erstmal, da ich ja die Ewigkeit habe, 30 oder 40.000 Jahre schlafen, ausruhen von diesem Leben, gucken, ob Mozart und Bach da ist, werde mich bedanken für die tolle Musik. Es wird richtig gut halt, ne? Alles gut, wirklich alles gut. Gott ist da und er wartet auf jeden Einzelnen von uns. Er ist wirklich da.